Heute gebe ich dir mal wieder einen sehr wichtigen Punkt mit auf den Weg, wo du dich auch tagtäglich nach Möglichkeit mit beschäftigen solltest. Ist nämlich der, hast du das, was du heute gemacht hast, wirklich für dich gemacht oder für einen anderen Menschen? Weil die Besonderheit ist, das, was du für dich machst, das machst du für deine Zukunft. Das, was du für andere Menschen machst, das machst du für deren Zukunft, nicht für deine. Und im Umkehrschluss, was machen andere Menschen für dich? Wo sie nichts von haben, aber das dir zugutekommt. Und wenn du das verstanden hast, wenn du das runterbrichst und für dich herausfindest, warum das so wichtig ist, dann wirst du irgendwann mal merken, dass Dinge, die auf dich zukommen und in deiner Stärke stehen, in deinem Zusammenhang, in deiner Fortbildung, in deiner Weiterbildung und in deiner Entwicklung. Und wirst du merken, das kommt irgendwann mal, vielleicht in 1, 2 oder 3 Jahren auf dich zurück. Du wirst merken, warum das bei dir präsent wird. Weil diese Früchte immer größer werden und irgendwann kannst du diese Früchte pflücken. Und dann kommst du nicht zum Tragen, dann partizipierst du davon, das, was du dir in der vorherigen Zeit gemacht hast und weißt ganz genau, aha, ich habe jetzt die große Möglichkeit, das zu verwirklichen, was ich mir aufgebaut habe. Und wenn du das dir immer wieder vor Augen führst und sagst dir, das ist dir richtig wichtig, dann kommt das irgendwann mal, so schnell, wie es irgendwie auch geht, so hart du daran arbeitest und engstirnig, auf dich zurück. Und das solltest du dir immer wieder vor Augen führen und dein Gedächtnis rücken. Wenn dir das gefallen hat, was ich dir hier in diesem Video mit auf den Weg gegeben habe, dann teile das gleichzeitig auch mit anderen Menschen und schau dir ab jetzt auch meinen YouTube-Kanal an, weil das ist ganz, ganz wichtig für dich. In diesem Sinne, freue ich mich bis zum nächsten Mal.